Herzlich willkommen zum zweiten Big Talk. Ich bin froh, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Unser erster Big Talk war schon eine große Veranstaltung, aber ich glaube, heute toppen wir das noch. Insofern scheint das Thema, was wir gewählt haben, ein gutes zu sein, ein interessantes, vor allen Dingen ein relevantes für Sie. 70% aller Bundesbürger kriegen tatsächlich irgendwann Rückenschmerzen. Aber tatsächlich gehen die bei vielen auch wieder vorbei. Bei den wenigsten bleibt es dann chronisch, aber die gibt es natürlich auch. Aber eine Zahl fand ich wirklich extrem. 2013, jeder Zwölfte wegen Rücken krankgeschrieben und das länger als der, der auch durchschnittlich krankgeschrieben wird. Also 5 Tage länger wird man wegen Rücken krankgeschrieben und das kostet tatsächlich im Jahr insgesamt allen Kassen 50 Milliarden Euro. Das finde ich eine starke Summe. Und das ist nur die Sicht der einen Seite. Die andere Seite ist natürlich die Sicht des Patienten. Und auf die werden wir natürlich heute eingehen. Und jetzt begrüße ich den Ersten, der das Battle aufnimmt. Das ist nämlich gerade schon vorgestellt worden, Leiter des Lehrstuhls für Gesundheit in der Sporthochschule Köln und vor allen Dingen Professor für Prävention, Rehabilitation, Sporthochschule. Da ist er, Ingo Frohböse. Herr Grossmann hat es ja gerade schon mal den Bezug hierzu hergestellt. Ja, und in der Tat würde ich ganz gern so ein bisschen nochmal Anleihen nehmen in unserer Biologie. Und 99,9% der Gene stimmen mit dem überein. Aber eins hat er nicht, Rückenschmerzen. Das ist komisch. Obgleich eben so 99,9% der Gene übereinstimmen. Und Sie sehen, wie das wirklich so ist, ja? Wir sind die Einzigen, die drüber reden. Ja. Bei den meisten Menschen ist der Rückenschmerz wie Schnupfen. Das geht auch wieder. Tut nur weh. Das ist schade. Ja? Aber ansonsten ist es nicht mehr. Wir haben, wenn man eine ganze große Menge sich mal anschaut an Datensätzen, dann wissen wir, dass er so nach meistens 4 bis 6 Wochen wieder weg ist. Meistens. Nicht immer. Aber beim ersten Mal verschwindet er wieder. Das ist auch das Gute daran. Er ist wie ein Schnupfen, allerdings eben einer, der nicht nur im Herbst kommt, sondern das ganze Jahr möglicherweise uns droht. Das macht es natürlich so ein bisschen problematisch, auch der Umgang, weil er eben wehtut. Das Problem ist das, dass wir in Köln sagen ja immer, hätte ja nochmal Jutti jangen. Was meinen wir damit? Dass wenn ich mein erstes Verhalten, wenn es auftaucht, nicht danach ausrichte und mich wenigstens frage, woran könnte es gelegen haben, dass es beim ersten Mal aufgetreten ist und keine Korrektur zum Beispiel vollziehe, mal etwas mal hinterfrage und sage, es ändere ich vielleicht, sondern eben weitermache wie bisher, dann muss ich mich nicht wundern, dass möglicherweise es beim zweiten Mal oder beim dritten Mal oder beim vierten Mal wieder auftaucht. Das heißt schon, dieses Warnsignal des Schmerzens sollten wir alle verstehen. Das Wichtigste ist wirklich aber nur, und das ist immer eine Botschaft, die ich Ihnen mache, achten Sie bitte wirklich auf Ihre Muskeln, geben Sie dieser so viel wie möglich Reize und Stimuli. Aber machen Sie immer nur das, was Ihnen gesund und vor allen Dingen Genuss macht. Wir machen bitte eine Übung mal ganz kurz, die ich Ihnen mitgeben möchte. Atmen nicht vergessen. Lachen dabei. 30 Sekunden machen wir das. Ah, okay, reicht, danke. Einfach wieder normal hinsitzen. Ja, ich weiß noch nicht, ob der Beifall alle verdient haben. Das kann ich doch nicht richtig sagen. Wir begrüßen auf der Bühne Professor Christian Lühring. Herzlich willkommen. Jeder gesetzlich Krankenversicherte hat das rechtlich zugesicherte Recht auf eine Zweitmeinung. Dann gibt es noch Zweitmeinungen, die von Kliniken angeboten werden. Und das machen wir am Klinikum Dortmund schon seit 2013. Wir sind also relativ früh in die Richtung gegangen, zu sagen, wir wollen transparenter werden. Sie sehen hier die Wirbelsäule von der Seite und können hier die einzelnen Wirbelkörper sehen. Die sind hier nummeriert, 1. bis 5. Lendenwirbelsäule, das ist unten, dann 1. bis 12. Brustwirbelsäule, das ist in der Mitte. Und dann haben wir noch die Halswirbelsäule, die da drüber angeordnet sind. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, zwischen jedem Wirbelkörper ist eine Bandscheibe, das ist der Puffer. Das heißt, das degeneriert, das verschleißt, das ist wie der Autoreifen, wenn der 100.000 Kilometer gefahren ist, dann ist er einfach platt gefahren, dann muss er eventuell mal erneuert werden. Und so ist das eben beim Körper auch, wir werden immer älter. Hier, das durchschnittliche Alter in Deutschland liegt hier schon im 80. Lebensjahr mittlerweile. Und je älter wir werden, umso schwieriger wird das für das Bewegungssegment. Und das wollte ich.
heißt also, ich muss etwas dafür tun und ich kann etwas dafür tun. Und wenn ich heutzutage höre, dass 14-jährige Kinder schon zu 30-40% über Rückenschmerzen berichten, dann muss ich sagen, es läuft etwas falsch. Und das heißt also, wir müssen hier möglichst früh ansetzen. Und meines Erachtens ist das Versorgung durch körperliche Aktivität. Also ich habe das häufig aus Gesprächen mit Versicherten gehört, dass eine schnelle Lösung das geforderte Mittel ist. Ich gehe in die Praxis, ich möchte eine Spritze. Oder ich gehe in die Apotheke, ich möchte das Schmerzmittel, weil es einfach dieses Rundrum-Sorglos-Paket ist. Und das ist im Grunde genommen der falsche Weg, weil es eigentlich nur das aktuelle Symptom bekämpft und nicht die Wurzel. Die Wurzel ist in der Tat das, was wir heute vielfach diskutiert haben, der Weg, sich tatsächlich mit dem Körper auseinanderzusetzen, Sport zu treiben. Und deswegen glauben wir auch, dass wir hier viel mehr Aufklärung machen müssen über die Wirbelsäule, so wie wir es heute tun. Die Eigenverantwortung, das ist genau das. Und natürlich versucht man Patienten immer Tipps mit auf den Weg zu geben und versucht es auch runterzubrechen eben. Und es gibt keine 20 Übungen mehr, ich glaube, es macht keiner, aber so 2-3 Aktivitätsübungen über den Tag, die man wirklich, ja, sei es das Treppensteigen, Bauchmuskulatur anspannen und. Aber ja, leider wird das wahrscheinlich zu wenig gemacht, sonst würde ich nicht alle so viele Patienten leider immer wieder sehen. Gott sei Dank. Ja. Wir haben alle eine Arbeitsverdichtung. Wenn ich mir angucke, die niedergelassenen Kollegen in der Praxis sehen teilweise 80 bis 100 Patienten am Tag. Da kann jetzt jeder durchrechnen, wie viele Minuten dann dafür bleibt. Und Zeit ist ein relevantes Problem. Sowohl die Zeit draußen bei den Jugendlichen, bei den Kindern, bei den Heranwachsenden, die letztlich präventiv selber viel machen können in Bewegung, aber auch Zeit in der Praxis, wo wir uns mit den Menschen unterhalten können und sie eben ihnen Hinweise geben können, was sie besser machen können. Ist das nicht auch eine Krux für einen Sportwissenschaftler, der tatsächlich über die Bewegung kommt, dass die Menschen immer mehr schnell eine Lösung wollen und vielleicht mit ganz wenig Aufwand ganz viel erreichen wollen? Ja, wobei die meisten Menschen, glaube ich, haben keine Lust zur Bewegung. Wir sind ja letztendlich evolutionär zwar dazu gebracht, aber insgesamt die Motivation, wissen Sie alle, Silvester 0:03 sagen sich alle, ich müsste mal wieder. Und wo endet das? Was nochmal genau? Achso. 3 Gläser Prosecco später ist alles wieder ertränkt. So ist es ja letztendlich irgendwo. Das heißt also, dass wir uns wirklich, wie wir es gerade schon mal gehört haben, die Eigenmotivation. Und da muss wirklich selber jeder etwas für sich finden. Und es reicht oft nicht aus, und da hilft der Schmerz natürlich so ein bisschen als Startsignal, in diese gesamte neue Erlebniswelt der Bewegung einzusteigen. Aber es muss trotzdem vom Kopf irgendwann mal in den Bauch hinein. Und das ist das ganz Entscheidende. Dazu gibt es ein ganz klares Argument und da sollte jeder drüber nachdenken. Sie wissen vielleicht, dass Sportler nicht länger leben, sie sterben aber gesünder. Ja? Und wenn man das mal auf der Zunge zergehen lässt, da steckt ganz viel drin. Wir natürlich die Leistung, die wir bezahlen müssen, dahin steuern müssen, wo sie am notwendigsten gebraucht werden. Das ist bei dem einen 8, bei dem anderen 12, aber eben im richtigen Kontext. Und deswegen glaube ich auch, dass durch diese Hinwendung Verantwortung dorthin, wo sie auch fachlich gelebt wird, nämlich beim Physiotherapeuten, das bringt ja auch eine Qualitätssteigerung. Wir haben die große Gruppe der Krankengeldbezieher, also die sehr lange an Rückenerkrankungen leiden, im Krankengeld stehen. Und wenn wir die durch eine sinnvolle Maßnahme schneller fit bekommen, dann sparen wir an der Stelle auch. Und das ist etwas, wo man eben auch über diese Budgetgrenzen mal hinwegschauen müssen. Aber die Kunst ist eben, mit solchen Modellvorhaben den Durchbruch zu erreichen. Und ein Durchbruch ist eben, dass die Ärzte an der Stelle eben auch ein Stück weit ihr Verantwortungsmonopol abgeben, delegieren an medizinische Fachkräfte, die in diesem Bereich die Experten sind. Applaus